In the year of 2000X, a super robot named Mega Man was created. Dr. Light created Mega Man to stop the evil desires of Dr. Wily. However, after his defeat, Dr. Wily created 8 of his own robots to counter Mega Man. Oh yeah, und hier heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem mächtigen, magischen, makellosen, muskulösen, massig tauglichen, meisterhaften, megalomanischen, maskulinen, mittelmäßigen, munteren, mystischen, mega geilem Mega Man Marathon. Teil 2. Ich spiele jetzt Mega Man 2. Der Teil, der von vielen Leuten als der beste Mega Man Teil gehandelt wird. Und genau, damit es nicht ganz so langweilig wird, spiele ich nicht auf Normal, sondern auf Difficult. Und jetzt prügeln sich meine Katzen im Hintergrund, das ist immer wieder schön. Genau, Normal und Difficult. Und ich habe vorhin noch gelesen, dass Difficult, also da, nee, Moment, anders, dass es in der japanischen Version überhaupt keine Möglichkeit gibt, den Schwierigkeitsgrad auszuwählen. Dort gibt es standardmäßig Difficult, aber für alle anderen Regionen gibt es noch den Normal Mode, der einfach easy ist. So. Dann hüpfen wir mal direkt ins Spiel. Mega Man 2 ist das erste Spiel der Mega Man-Reihe für NES, das ein Passwortsystem benutzt, 8 Robot Master hat und von der Story her das erste, wo Dr. Wily seine eigenen Viecher gebastelt hat, statt die von Dr. Light zu verwenden und umzuprogrammieren. Gut, wir starten das Ganze mit Metal Man. Das ist wahrscheinlich für viele Leute nicht, also für die Leute, die das Spiel kennen, ist das wahrscheinlich nicht verwunderlich. Denn Metal Mans Waffe ist hier in diesem Spiel einfach mal mega OP. Ach, außerdem gibt es hier direkt so einen Energy Tank. Die gibt es auch das erste Mal. Energy Tanks, die kann ich hier unten, die sind hier unten da. Einen habe ich. Damit kann ich bei Bedarf meine Energy einfach mal voll aufladen. Ich überlege immer, ob ich da durchspringen kann oder nicht. Also normalerweise könnte ich es, wenn ich gut wäre. Ah, oh Gott, ich kriege ein bisschen viel Schaden. Ich glaube, ich stelle gleich auf Easy. Das war jetzt ein bisschen heftig, der Anfang. Aber kein Problem, ich bin ja Profi. Ich stehe einfach so lange rum, bis ich mein Leben wieder aufgefüllt habe. Die spawnen jetzt nämlich einfach unendlich oft. Ah, das sieht gut aus. Nein, ich laufe natürlich ein bisschen weiter. Das ist auch... Oh, ja, das ist nett. Hier gibt es auch keine Punkte mehr in diesem Spiel. Ich kann jetzt gar keinen Highscore mehr aufstellen. Jetzt könnte ich, wenn ich Bock hätte, einen Speedrun machen. Sieht natürlich schon ziemlich geil aus für einen Speedrun. Nein, tut es nicht. Oh, verdammt. Wo ich doch gerade wieder voll war. Ihr blöden, miesen Würmer. Na gut. La 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 la. Ja, auf das Leben verzichte ich. Dazu gibt es wunderschöne Items, die ich benutzen könnte. Aber die habe ich noch nicht. Hüp, hüp, hüp. Wow. Okay, au. Ah, das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Ja, witzig. Moment, Energy. Boah, kann ich bei den Teilen eigentlich gut stehen? Nee, ne? Oh ja, der Energy Tank. Das ist super geil. Wenn ich an den drankomme, verliere ich definitiv ein Leben. Okay, ich bin jetzt dran.
Ich wollte springen. Ne, Energy Tanks kann ich im weiteren Verlauf des Spiels ganz gut gebrauchen. Ich habe hier jetzt auch auf Difficult gestellt, ne? Da muss ich jetzt auf alles vorbereitet sein. Leben interessieren ja hier sowieso nicht. Gibt ja auch keine Punkte. Kriege ich auch keinen Highscore. Puh. Nein! Och, Mann. Diese Kackbiester. Hui! Da habe ich jetzt Angst gekriegt. Ja. Geht weg. Hau ab, hau ab. Puh. So, der erste Robot Master. Hier gibt es wenigstens auch keine Hazards vor dem Boss. Das begrüße ich sehr. Metal Man. Na, du Penner. Oh. Jetzt spiele ich gerade ein bisschen blöd. Der hat eigentlich ein wunderschönes Pattern. Der macht nämlich erst was, wenn ich was mache. Oh, shit, warum bin ich ja gesprungen? Oh, Mann. Bin jetzt gar nicht so gut, muss ich sagen. Aber ich kriege auch doppelt so viel Schaden wie auf Normal. Der Schwierigkeitsgrad, den ich normalerweise mache, nee, das ist jetzt auch falsch. Aber ich spiele tatsächlich doch relativ selten Difficult. Aber das kriegen wir hin. Oh mein Gott, nicht wenn ich das so mache. Stirb! So, jetzt muss ich auch nichts extra einsammeln, wie in dem letzten Spiel. Das macht unser Freund Mega Man jetzt ganz alleine. So, ich trinke jetzt in der Pause kurz was. So, ja, jetzt kriege ich auch mal diese Zwischenmeldung. Was ich denn Schönes kriege? Ich kriege Metal Blade. Und das Passwort interessiert uns nicht. Wir machen weiter. Und am coolsten ist, wenn wir mit unserem Metall einfach mal ein bisschen Holzfällen gehen. Woodman ist ja cool. Ach, hier muss ich auch noch... Ja gut, da ist mein Metal. Also egal. So, here we go. Ach, ich zeige euch mal einfach Metal. Wie gesagt, ist ja total OP. Man kann mit Metal einfach auch in alle 8 Richtungen schießen. Und zusätzlich verbraucht Metal fast nichts an seiner Energie. Also schon ziemlich krass. Und da die Gegner ständig hier Sachen droppen, kann ich eigentlich fast durchgehend mit Metal durchlaufen. Betonung liegt auf fast. Es gibt auch genügend Viecher, die stören sich überhaupt nicht an Metal. Ah, ich bin jetzt gerade abgelenkt worden. Ich kriege gerade eine Nachricht, dass ich eine E-Mail gekriegt habe. Das klicke ich mal kurz weg. Gut, ist jetzt auch von allein weggegangen. So. Ah, hier wollte ich eigentlich was zeigen. Schade, vergessen. Ich hätte da so ein bisschen durch die Wand durchsliden können. Ja, hier kann ich das ein bisschen. Naja. Komme ich hier? Nee. Sieht man doch, dass man das nicht kann. Ich wollte mich eigentlich nicht treffen lassen. Jetzt hoffe ich, dass das Spiel nicht genauso glitchy ist wie das letzte. Nicht, dass ich irgendwo mal hängen bleibe in der Wand oder so. Mann!
Ja, weg. Fail. Nein. Ja. Immer her damit. Ich kann es gebrauchen. Nice. Au, Mann. Wurde von der Karotte getroffen. So. Ach ja, komm. Behalten wir erstmal, wir sind ja eh fast beim Boss. Die stört mich total. Wenn ich hier auf diese Viecher schieße... Okay, Ich versuch's mal so auszudrücken. Auf der Gameboy-Version gehen die mit Metal durch einen Schuss kaputt. Hier sind die auch noch immun dagegen. Riecht mich auf. So, Woodman. Friss das! Okay, friss das nicht. Friss das! Oh. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass er mehr Schaden dadurch kriegt. Das muss wohl am Schwierigkeitsgrad liegen. Oh! Ah! Ah! Geh weg! Geh weg! Oh, scheiße! Ja, ich habe fast kein Metal mehr jetzt. Habe ich gut gemacht. Ist jetzt peinlich. Kann ich das rausschneiden? Ich meine, ja, es stimmt tatsächlich. Auf diesem Schwierigkeitsgrad haben die Bosse tatsächlich. Sind die nicht ganz so anfällig auf das Zeug. Uah. Mann! Du kommst jetzt aber ein bisschen zu nah. Ich will auf die andere Seite. Aua! Von Blättern. Ich werde von Blättern getroffen. Au! Oh shit, ich bin... Stirb! 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 Nein! Panik! Ich meine... Kein Problem. Kann ich es eigentlich skippen? Ich weiß, dass ich jetzt Wood kriege. Leafschild. Ja, weiß ich doch. Und... Sage Select.